Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Metro Exodus. Wir sind ja gerade in dem Lager von dem Admiral gewesen, der da drin am Schlafen ist. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hin muss. Der mit seinen zwei toten Kompagnons sitzt. Dann weiß ich, wo ich verbleiben werde. Kann ich irgendwie pennen oder so? Was muss ich tun? Hey, was muss ich machen? Echt? Gar nicht gesehen. War klar, die dämliche Schlange trifft mich natürlich wieder. Ist denn hier eine dämliche Seilrutsche? Hä? Ist doof. Boah, Junge, Schlange, geh mir doch nicht auf den Senkel. Meine Herren. So. Ich glaube, er träumt. Aljoscha, bitte kommen! Wir kommen langsam voran. Katja hat herausgefunden, wie es heißt. Aber es war experimentell und vom Militär noch obendrein. Oder ist der Bär schon wieder? Ich hätte ihm vielleicht zuhören sollen. Egal. Was sind jetzt eine Aktion hier? Ich habe kein Holz mehr. Jetzt können wir welchen Baum haben. Nee. Nein, ich kann mir keine Molotows bauen. Oh. Ui. Ui. Echt.
Oh, ich sehe. Ich hab keine Ahnung, hier muss.
Wie jetzt? Weiter von hier. So. Ja, die kann. Ja, müssen wir mal suchen, ne? Cool. Wahrscheinlich den Megabär wieder. Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt draußen.
Ja, ich habe die Hälfte einfach mal gar nicht mitgenommen. So, können wir endlich mal rauskommen hier. Ich höre Aljoscha. Willst du prügeln? Artyom? Verdammt, du lebst! Was bin ich froh, dich zu sehen. Und ich habe gerade die Aurora erreichen können. Sie sind besorgt, das verstehe ich auch. Das hier ist alles nicht so einfach, wie es anfangs schien. Komm, ich zeig dir das mal. Schon wieder ein Heli? Heftig. Auf geht's, Artyom. Was ist denn die Aurora? Hörst du den Zähler ausschlagen? Hinter diesem Beton befinden sich Unmengen radioaktiven Sediments. Und das wird bald das Ende dieses Tals bedeuten. Weil der Damm kaum noch hält. Schau durchs Fernglas, wenn du mir nicht glaubst. Hier können wir nicht bleiben. Niemand kann das, ehrlich. Ah ja, siehst du diese Seilrutsche? Die Kinder haben sie gebaut, als damals noch nicht so viel durchsickerte. Da müssen wir hin. Der Alte sagte, die Aurora wird bald auf dem Damm sein. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, bei der Aurora stimmt das nicht. Anscheinend geht es anderen nicht sehr gut. Bald werden wir mehr wissen. Na los, Artyom! Verdammt, so viel Dreck! Darüber machst du dich Sorgen? Warum wird das jetzt schon wieder dunkel? War doch gerade noch schön hell. Ah, es kommt der Kackbär wieder mal. Ich habe mich nur ungern verabschiedet. Das ist ja so groß wie ein verdammtes Haus. Hörst du?
Lebst du noch? Was zum Teufel? Artyom, weg! Scheiße! Denn jetzt in Aktion. Heftig. Bleib doch nicht hängen, du Idiot! Boah. Stirbt doch einfach. Oh, hängt der schon wieder dieser dämlichen Kante fest, Alter. Gewaltiges Biest! Hilf mir, Artyom! Das Seil muss wieder auf Spannung gebracht werden! Geschafft!
Ich habe euch doch gesagt, sie sind nur auf der Durchreise. Bist du sicher, dass du nicht mitkommst? Tut mir leid, Aljoscha. Ich kann mich nicht einfach so auf und davon machen. Egal, wie sehr ich dich mag. In diesem Fall sage ich lebewohl, schöne Frau. Ach, zum Teufel damit. Olga, ich komme wieder. Ich warte auf dich. Artyom, auf geht's! Olga, vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Führe sie aus dem Tal raus. Hinter dem Damm lauert der Tod. Überzeugen kannst, sie sind ganz schön stur. Die Kinder, auch wenn sie wie Tiere aussehen, wie sind Pioniere. Ah, die wird das schon schaffen. Geht es gar nicht gut. Wir müssen los. Die Zeit ist knapp. Weder die Luft noch die Medikamente von unterwegs helfen hier noch. Die Krankheit ist viel zu weit fortgeschritten. Komm! Echt. Wir waren alle ganz still, als die Aurora den vergifteten See entlangfuhr, der vom Damm gehalten wurde. Wir dachten, wir würden zurückkommen. Aber nachdem wir das Damoklesschwert gesehen hatten, das über dem Tal schwebte, wussten wir, dass es nicht sein sollte. Aljoscha ist besonders besorgt. Seine Olga ist dort. Vielleicht kann er sie per Funk warnen und die Menschen dort retten. Und was kommt als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin bereit für alles. Alles außer einer Sache. Anna, bitte halte durch. Ohne dich habe ich keinen Lebenszweck, keinen Traum mehr. Umso mehr, weil es dir jetzt gut ginge, wenn da nicht mein Traum gewesen wäre. Weißt du, Artyom? Als ich das Foto des Pazifischen Ozeans fand, wusste ich irgendwie, dass wir am Ende dorthin gehen würden. All diese Flüsse, Berge und Wüsten, das ist es einfach nicht. Entweder Meer oder gar nichts. Ich hatte gedacht, wir könnten es schaffen. Oh ja. Ich weiß, ich werde dorthin kommen. Und wenn ich Hilfe brauche, wirst du für mich da sein. Du wirst mich noch einmal retten, nicht wahr? Artyom, bitte. Hör auf, dich selbst zu quälen. Es tut schon weh, dir zuzusehen. Dir und Papa auch. Es ist nicht dein Traum und nicht sein Glaube an die Besatzungstruppen. Das ist einfach nur Schicksal. Ein dummes Stück Stoff im Wind, vergammelter Beton, ein idiotisches Munitionsdepot. Artyom, du solltest gehen. Ich gebe dir eine Spritze. Lass dir ein bisschen schlafen. Komm mal mit, Bruder. Es gibt was zu besprechen. Hey, lass die Arbeit mal für einen Moment sein. Komm zum Führerstand. Naja, so liebe Leute, wir sind jetzt wieder. Was ich jetzt gesagt habe, ich war ein bisschen gerade abgelenkt. Wo ist sie? Ja, lasst gerne mal einen Daumen nach unten für da, wenn es euch gefallen hat, das Video. Seid auch gerne wieder beim nächsten Mal mit dabei, würde mich freuen. Wenn wir erfahren, ob Anna hier die Kränke überlebt oder nicht. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Keine Ahnung, weiß nicht, was jetzt noch kommt. Ja, ansonsten einen schönen Tag. Bis dahin und tschö mit euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dahin.